Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Projekt. Ich habe mich ja dann doch entschlossen, The Whispered World abzusetzen, weil ich Kommentare bekommen habe, dass es vielleicht jetzt besser wäre. Ob ich es jetzt nur aussetze oder total absetze, das weiß ich nicht. Vielleicht lasse ich es euch auch jede Woche noch einmal, damit wir das einfach durchspielen. Jetzt, ihr seht es schon, wir spielen Sims. Aber ich habe mich dazu entschieden, nicht Sims 4 zu spielen, weil das macht eigentlich jeder große Let's Player. Und ich habe auch Sims 4, aber irgendwie ist das halt einfach so, ja, Sims 4, mit dem konnte ich mich bisher noch nicht so gut anfreunden. Ja, Grafik toll und alles. Ich werde jetzt nicht auf die Unterschiede Sims 3 und Sims 4 eingehen. Da kann ich ja mal ein extra Video dazu machen, wenn ihr möchtet. Ich habe mich entschieden, wir spielen Sims 3. Und ihr seht es hier unten schon. Wir spielen Sims 3 mit Pferden. Ich bin auch schon eingezogen und habe die Charakter erstellt, denn heute ist mein Fail-Tag. Heute ist wirklich mein Fail-Tag. Erstens mal für alle Equine Passion Fans, es tut mir leid. Ich habe heute meine Aufnahmen geschrottet. Ich wollte jetzt gerade eben hochladen und bearbeiten und habe dann festgestellt, ich habe meine Aufnahmen für Equine Passion und für Sims von heute geschrottet. Das heißt, ihr seht jetzt leider nicht die Charaktererstellung, aber und auch nicht, wie wir ins Haus einziehen. Es tut mir total leid. Aber ich werde euch trotzdem die Charaktere zeigen und mal eine kleine Führung durchs Haus machen und dann werden wir einrichten. So, wo ist denn, mit was fangen wir dann an? Wo bist du denn? Da. Dann fangen wir. Wir fangen mal mit der älteren Frau an. Warum, wieso, weshalb? Genau. Die ältere Frau. Sim bearbeiten. So. Warum haben wir uns denn eine alte Frau geholt? Dag, dag. Servus, Orla. Ja. Das ist Orla O'Finnigan. Orla ist unsere Mutti und die brauchen wir, um einfach uns den Rücken frei zu halten und um uns ein bisschen in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Orla sieht so aus, weil erstens ist sie meine Oma und zweitens hat sie auch einen Job. Genau, den werde ich euch dann später erklären. Naja. Was ich bei Sims 3 total super finde, was es bei Sims 4 nämlich nicht gibt, das ist hier. Man kann zum Beispiel hier auch die Farben der Haare total super wählen. Und wir haben ihr jetzt so einen klassischen Dutt verpasst. Und dann kann man natürlich hier voreingestellte Nasen nehmen zum Beispiel. Oder man kann sie hier auch noch ein bisschen anpassen. Ich mache das meistens so, ich nehme voreingestellte und passe sie dann an. Ich baue die mir nicht komplett selbst. Ja, dann Kleidung. Wie gesagt, Orla sieht so aus, weil sie eine Aufgabe zu erfüllen hat. Und Schlafanzug sieht sie auch so typisch Oma-mäßig aus. Genau. Und ich habe noch die Outdoor-Kleidung entwickelt. Weil ich habe auch Jahreszeiten, das heißt, wir werden auch mit Winter und so weiter konfrontiert werden. Genau, so sieht Orla aus. Den Rest habe ich jetzt noch nicht gemacht, also Badekleidung und Sportkleidung und Abendkleidung, weil wir das jetzt erstmal noch nicht brauchen. Das werden wir dann entwickeln, wenn wir es brauchen. So, Persönlichkeit. Orla ist eine begabte Köchin. Familienbewusst, fürsorglich, ordentlich und eine Tierfreundin. Ja, ich habe mir jetzt mal zwischendrin überlegt, ich glaube, ich werde das eine nochmal ändern mit dem Familienbewusst und werde einfach ihr doch was anderes geben. Und zwar
Bücherwurm. Wo ist er denn? Ganz oben, glaube ich. Der Bücherwurm. Da, genau. Ja. Und dann kriegt sie auch einen neuen Lebenswunsch. Sie soll... Wo ist es denn? Wo ist es denn? Erfolgsfilmkomponisten. Nein, 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 nein. Illustre Autoren. Sie soll illustre Autorin werden. Genau. Naja, sie ist ihre Lieblingsmusik. Sie ist ja eine coole Oma. Na? Und Sternzeichen Widder. Das ist Orla. Erstmal. Und dann gehen wir mal zurück zum zweiten Mitglied unseres. Ach, ja. Das, da werde ich auch noch drauf eingehen, mal später, weil das sind bestimmte Mods, die ich im Spiel habe. Unter anderem mein Auto-Saving-Mod, weil ich früher immer vergessen habe zu speichern. Den empfehle ich auf jeden Fall jedem, aber ich habe ihn vorhin vergessen auszuschalten. Deswegen, es tut mir leid für die kurze Unterbrechung beim Speichern. Währenddessen können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, das war jetzt Orla. Und, naja, speichern geht ja bei mir schnell. So. Und das ist jetzt dann die nächste. Das ist Fiona. Ich mag den Namen, man könnte es kaum glauben. Ich mag aber den Namen total gerne. Hi, Fiona. So, Fiona ist die Tochter von Orla, ist eine junge Erwachsene. Sie hat noch das ganze Leben vor sich und das ist auch der Charakter, mit dem wir hauptsächlich arbeiten werden und hauptsächlich spielen werden. Naja, Fiona hat... hat leichte rote Strähnchen im Haar, dass es nicht ganz so langweilig aussieht. Und ihre Alltagskleidung ist, da habe ich versucht, ein bisschen so, ja, die Reiterhosen nachzuahmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn man das so sieht, dass diese Hose sieht fast aus wie Reiterhosen und das sind meine Reitstiefel. Genau, und dazu einfach noch ein T-Shirt und ein bisschen Accessoires und das war's. Ihr Schlafanzug ist auch nicht besonders aufregend. Momentan hat sie ja noch keinen Mann, also braucht sie da nicht besonders aufreizend rumlaufen. Er ist eher zweckmäßig und ich fand das mit den Socken da unten ganz lustig. Ja, Outdoor ist auch ganz unspektakulär. Sie ist jetzt... so eine typische Reiterin, die eher lässig als schick aussieht. Persönlichkeit. Sie ist auch ein Bücherwurm. Sie ist freundlich. Natürlich ein Pferdefreund. Sinn für Humor hat sie auch und sie ist überemotional. Naja, warum überemotional? Ich weiß nicht. Das ist einfach so eine Sache, die ich gern mal so aus Spaß dazu mache. Und natürlich ist ihr Lebenswunsch der Jockey. Das ist also Fiona. Also nicht ich. Ich sehe anders aus, falls ihr euch das jetzt fragen solltet. Gut. Wen haben wir denn dann noch? Natürlich hat Fiona auch ein Pferd. Wie soll es denn anders aussehen? Und wo ist das Pferd? Hallo Pferd. So, liebes Pferd. Du wirst jetzt auch noch schnell gezeigt. Also, das Pferd heißt JN und ist ein erwachsenes Tier. Ich wusste, dass ich irgendwas falsch gemacht hatte. Es ist nämlich weiblich und nicht männlich. Aber egal. Es ist... Ihr könnt
Ihr müsstet mich inzwischen schon so gut kennen, ne? Es ist ein Araber. Ja, in Schwarz. Ich liebe schwarze Pferde. Ich liebe Rappen. Ich bin da so ein totaler Rappenfreak. Genau, mit schöner langer Mähne und Schweif auch sehr schön und lang. Und ich habe mich dazu entschlossen, nur eine kleine Blässe zu haben und sonst keine Abzeichen. Genau, Accessoires, ja, eine lilane, dunkellilane Reitdecke mit Sattel und die Trense ist auch leicht lila abgesetzt. Ich mag lila. So, unser Pferdchen ist flink, tapfer und ungezähmt. Und das war's dann auch schon mal mit Cheyenne. Genau. So. Jetzt zeige ich euch dann noch unser Häuschen. Also es ist eigentlich nicht nur ein Häuschen. Es ist ta-da-da-ta, ein schöner kleiner Bauernhof. Ja, fangen wir doch mal vorne an. Wir müssen den auch noch einrichten. Ich habe jetzt nur mal das außenrum. Das Haus habe ich aus dem Store. Denn ich habe das so schön gefunden, dass ich mir gedacht habe, so toll kriege ich das mit Sicherheit nicht hin. Und deswegen habe ich mir das so geholt. Das passt auch ganz gut, ist nicht zu groß und ich habe dann bloß noch außenrum unser aus dem kleinen Häuschen den Bauernhof gemacht, den wir ja spielen werden. Das heißt, wir haben hier kleine Hühnchen und wir haben hier einen kleinen Bach oder einen kleinen See, naja, eher wohl einen Tümpel. Wir haben Kühe und wir haben natürlich unsere Box für unser Pferdchen. Es hat nicht mehr gereicht für eine überdachte Box, also muss Cheyenne jetzt erstmal ein bisschen draußen stehen. Es tut mir ja auch sehr leid. Aber das wird sie schon verkraften. So, und innen sieht es auch unspektakulär aus. Wir haben eine kleine Garage. Unten ein paar Zimmerchen mit großem Wohnzimmer und einer kleinen Küche und oben noch ein paar Zimmer. Genau, das ist jetzt erstmal unser Häuschen. Und jetzt würde ich mal sagen, ist die Folge schon wieder fast rum. Das war jetzt so eine Einführungsfolge. Und morgen werden wir dann unser Häuschen einrichten. Bis dann, tschüss.